So schaut das Aktionshaus aus. Für euch alle, dann seht ihr hier Auktionen, Gebote, Durchsuchen. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warcraft. Ja, wir sind heute immer noch Level 10 nach dem Battleground, nach unseren finsteren Kämpfen hier in der Hauptstadt in Silbermond. Und wir brauchen erstmal eine Stadtwache, denn wir wollten ja heute das Auktionshaus anschauen. Wir können auch mal hier suchen, Stadtbevölkerung. Gibt es hier eventuell das Auktionshaus? Auktionshaus. Auktionator. Ei, wir sind ja schon da. Ich hab's gar nicht. Ohne Spaß, das war nicht geplant. Okay, ihr könnt natürlich hier Auktionator suchen oder ihr sucht eine Stadtwache. Ich sehe gerade keine. Okay, wenn ich eine finde, dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Aber dann schauen wir halt einfach mal hier ins Auktionshaus. Da müsst ihr einfach in der Stadt die Auktionatoren suchen und dann klickt ihr da mal drauf. So. Guten Tag, hallo! Könnt ihr mal sagen, willkommen im Auktionshaus. Und das ist hier so die Standardansicht, außer das hier, und das gehört nicht dazu. Das ist ein Add-on, das heißt Auction Master. Ist richtig nice eigentlich, finde ich richtig cool. Und das benutze ich eigentlich auch hauptsächlich, denn das ändert auch mein Verkaufenfeld, wie ihr hier seht. Das schaut, glaube ich, bei euch so ähnlich aus, ich weiß gar nicht. Warte, ich mach's mal aus kurz. Add-ons, Auction Master, Neuladen. Ich mach's mal kurz aus, damit ihr einfach mal so den Standard-Dinge seht. Ja, wie das funktioniert. Ohne Addons und so. Oh, scheiße, ey. Gladius, Hyde. Das ist auch ein Addon, aber das brauchen wir ja noch nicht. Okay. So schaut das Aktionshaus aus. Für euch alle, dann seht ihr hier Auktionen, Gebote, Durchsuchen. Okay. Wir haben hier unseren Beutel. Und dann gucken wir mal, was sind unsere Handwerkswaren hier. Okay. Dann können wir als allererstes, wir können mal so schauen, was wir so kaufen können. Dann gehen wir einfach mal auf Waffen, gehen wir auf Stufe, gehen wir nochmal auf Stufe, so. Stufe 1 ist unten, perfekt. Ihr seht hier schon, die Preise sind echt hart. Wir schauen mal Einhandäxte. Ab Level 13 gibt es da eine. Und dann schauen wir mal Einhandstreitkolben, gibt es da vielleicht ab Level 9, aber schaut mal an, der kostet 4 Gold. Ist richtig übertrieben teuer. Dann schauen wir mal Einhandschwerter, der kostet 1 Gold. Für Level 5. Es gibt halt Leute, die schicken ihren Charakter einfach 5000 Gold. Boah, ich muss aufstoßen. 5000 Gold mit Level 1 und dann kauft er sich halt das. Wisst ihr? Und für uns, wir haben ja noch gar kein Geld am Anfang. Wir müssen uns noch irgendwie das Gold verdienen und so. Wir können uns das ja gar nicht leisten. Hier gibt es noch Dolche, die können wir uns auch nicht leisten. Schaut mal an, der kostet 4 Gold 99 und das kostet 29 Gold. Und du kriegst hier gar nichts eigentlich ohne Gold so an Waffen. Dann schauen wir mal bei Rüstung. Wir brauchen Leder. Dann schau ich mal Leder, Stufe. Das ist übertrieben, Alter. Schau mal, wie viel Gold die hier wollen. Okay, hier gibt es eine für 7. Ich fange mal einfach mit Kopf an. Ich schau mal, vielleicht gibt es schon einen Kopf für uns. Nee, ab 25 erst. Schultern auch ab 20 erst, aber dann für 4000 Gold. Ein Scheiß, ey. Okay, dann gibt es hier Brüste. Ich habe eine Brust. Hier, das hat irgendjemand hergestellt, glaube ich. Für 7 Silber. Könnten wir uns jetzt theoretisch leisten, ne? Aber da ist halt 2 Ausdauer drauf, hätten wir 20 mehr Leben, lohnt sich jetzt nicht. Wir wollen ja erstmal Geld verdienen hier und nicht Geld ausgeben. Dann hier, Taille ist auch zu teuer, das ist auch zu teuer. Und das ist auch zu teuer und es gibt halt echt Leute, die sowas kaufen. Das ist halt das Auktionshaus. Ich würde sagen, jetzt immer, wenn wir ein grünes Item finden, verkaufen wir es im Auktionshaus. Oder wir ziehen es an. Wenn wir es anziehen können, dann ziehen wir es natürlich an. Oder wenn wir es verkaufen können, dann heben wir es auf und verkaufen es irgendwann im Auktionshaus. Damit wir einfach Gold machen. Weil schaut euch mal an, wenn wir jetzt zum Beispiel Schultern finden für Level 20. Und dann schauen wir so, ja, okay, durchschnittlich so 300 Gold oder so. Und dann machen wir einfach 50 Gold. Dann stellen wir für 50 Gold die Schulter rein. Haben 50 Gold Gewinn. Dann haben wir 500.000 mal so viel, wie wir gerade haben. Haben 50 Gold und dann haben wir ganz easy 50 Gold gemacht. Weil die Leute kaufen das dann. Weil die schauen sich das an so, so teuer, dann kaufe ich lieber das für 50 Gold, anstatt für 4000 Gold. Wisst ihr? Und so ist dann ein bisschen das Auktionshaus. Und das alles hier haben Spieler reingestellt und gekauft wird hier auch nur von Spielern, also müsst ihr wissen. Okay, ja, wir kaufen uns heute einfach gar nichts. Wir können ja mal gucken, bei Verschiedenes gibt es auch noch so einen Hals. Vielleicht gibt es einen ganz billigen Hals. Nee, ich hab mal, das kostet... Ah, hier 15 Silber.
aber lohnt sich nicht. Wir finden das schon alles irgendwie und wir brauchen das auch nicht so notwendig. So, hier gibt es so für die ganzen Roleplay-Leute so Ringe, wo sie sich verheiraten können oder so. Goldener Trauring. Richtige Idioten, Alter. Naja, egal. Wir verkaufen heute erstmal und wir schauen direkt. Wir haben ja hier unsere Materialien, die wir haben. Die zwei behalte ich mal. Wir brauchen die ja für Lederverarbeitung. Aber wir können gleich mal gucken. So, mit Shift-Click kann man es reinsetzen. Keine Gegenstände gefunden. Okay, dann schauen wir mal leichtes Leder vielleicht. Auch keine Gegenstände gefunden. Willst du mich verarschen? Hä? Es gibt kein leichtes Leder im Auktionshaus. Okay. Wisst ihr, was ich mache? Es gibt gerade kein leichtes Leder im Auktionshaus. Ich verkaufe das jetzt. Startgebot 2 Gold, Ding 5 Gold, 1 Stapelgröße. Ich mache nur 1 und verkaufe 7. Und wenn ich davon ernsthaft was verkaufe, es kostet 7 Gold Anzahlung, wenn ich davon was verkaufe, dann mache ich übertrieben viel Gold. Weil es gibt kein leichtes Leder im Auktionshaus. Und das ist richtig gut. Das brauchen alle Leute zum Leveln. Das sind jetzt meine Sachen. Das brauchen ja alle Leute hier zum Hochleveln und so. Und die kaufen das dann einfach. Wenn die zu viel Kohle haben und wollen weiterleveln, dann haben die keine Lust, Gegner zu töten. Und kaufen das im Auktionshaus. Und vielleicht haben wir jetzt Glück und verkaufen das. Das wäre richtig nice. Okay, dann schauen wir mal. Friedensblume. Haben wir auch eine. Okay, da kostet eine... Sofortkauf pro Einheit, 1 Gold, 50 Cent. Alter, ist geil, dass das schon angezeigt wird. Ich würde sagen, wir stellen unsere einfach mal rein für 1 Gold. Und vielleicht bekommen wir die dann. Und dann machen wir mal hier 44 Silber oder so. Zack. Ey, Friedensblume, geh da rein. So, 1 Gold, mache ich mal 44 und mache ich da mal 10 noch oder so 12. 1 Silber kostet uns zwar, das reinzustellen, aber vielleicht haben wir ja Glück und verkaufen das. So, dann schaue ich mal nach diesem Luchsfleisch, ob das jemand braucht oder so. 40 Silber pro Einheit. Ich würde sagen, ich stelle meins auch mal rein. Wisst ihr was? Ich bin einfach mal so dreist und mache 30 draus. Und ich lasse es als ganzes Deck. Oder? Pro Einheit. Mache ich mal 30 und 12. Und erstellt, dann bekomme ich 3 Gold, falls ich das verkaufe. Das ist auf jeden Fall richtig gut, um Geld zu machen, das Auktionshaus. Ich schwöre es euch, wenn ihr anfangt zu spielen, ihr müsst damit arbeiten, damit ihr ein bisschen Gold bekommt am Anfang. Falls ihr Gold haben wollt, okay. Silberblatt pro Einheit 1 Gold 30, dann stelle ich das auch mal rein für 1 Gold 30. So, 1 Gold, dann mache ich mal, mache ich 25, mach mal hier 44 Silber, das ist scheißegal. Zack, haben wir auch drinnen. Jetzt schauen wir mal Malachit, wenn jetzt alles schon so teuer ist. Das ist auf jeden Fall gut. Hätten wir jetzt Gold, dann könnten wir theoretisch den Malachit rauskaufen. Dann hätten wir mehr Malachit und wären die einzigen auf dem Markt. Dann könnten wir den Marktpreis natürlich ein bisschen anpushen. Aber jetzt ist der Marktpreis auf 1 Gold 50. Das reicht uns jetzt erstmal. Deswegen stellen wir es mal für 1 Gold 50 rein. Wird schon irgendjemand kaufen. Und ja, bitteschön. Okay, dann mache ich mal wieder pro Stapel. Nicht, dass ich mir dann auch irgendwie was aus Versehen falsch verkaufe. Leinenstoff. Leinenstoff ist auch richtig wichtig für die Leute. Ihr seht ja schon, das ist hier teuer am Verkaufen und so. Leinenstoff braucht man für einen Beruf, der heißt Erste Hilfe. Und damit kann man sich Verbände herstellen. Also damit kann man sich dann im Kampf verbinden und damit im Kampf heilen, wenn man keine Heilerklasse ist. Das ist auf jeden Fall richtig gut für Schurken auch. Werde ich mir auch noch hochskillen, aber ich glaube, das mache ich dann erst, wenn wir höher sind. Wie viel kostet pro Einheit 3 Gold 50? Dann mache ich mal pro Einheit 3 Gold 45. Und dann mache ich hier mal 1 Gold. Und dann werden wir ganz oben gelistet. So, wenn wir jetzt nochmal suchen, Leinenstoff. Bin ich da nicht? Hallo? Oh, nee. Fuck, ich bin dumm. Ah, nein, ich habe nach Stufe gemacht. Okay, pro Einheit 25. Scheiße, okay, 25 Kupfer eigentlich. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Bei den anderen weiß ich nicht. Okay, da ist meins. Meins ist trotzdem... Boah, Alter, das ist mega, wenn wir das verkaufen, ne? Wartet mal, eigentlich... Ja, eigentlich ist es schon noch gut. Ist schon noch gut, wo wir gelistet sind.
Ich lasse es jetzt einfach mal drin. Ich breche das jetzt nicht nochmal ab. Ich schaue einfach, vielleicht, verkaufen wir das ja trotzdem. So, kleines Ei, weiß ich nicht, ob das was wert ist. Aber steht auf jeden Fall für viel Gold da drinnen. Wisst ihr, was ich mache? Pro Einheit 50 Silber. So, ich weiß nicht, ob das gekauft wird oder ob das jemand kaufen will. Aber zack. 29 Gold. Vielleicht kriegen wir 29 Gold, wenn wir es verkaufen. So, ja, das war eigentlich schon das Auktionshaus. Hier kann man alles suchen, eigentlich alles finden, was man braucht. Wir können ja mal nach einem Behälter schauen. Vielleicht gibt es hier billig einen Behälter irgendwie für uns. 23 Gold haben wir. 23 Silber haben wir. 6 Platztaschen haben wir schon. Wir bräuchten irgendwas Größeres, so 10 Platz oder so. 10 Platz, aber kostet schon wieder 4 Gold, okay. Können wir nicht machen, aber wir schauen einfach, vielleicht verkaufen wir was von den Sachen. Wir haben auf jeden Fall richtig schön viel Sachen drinnen und bekommen so vielleicht schön viel Gold. Und wenn das jemand kauft, dann bekommen wir es im im Briefkasten geschickt und dann können wir es überall, können wir es im Briefkasten einfach abholen. Ja, mal gucken. Ich hoffe einfach drauf, dass ich das verkaufen kann. Oder zumindest eins, dann hätten wir schon mal auf jeden Fall richtig viel Gold. So, und dann würde ich sagen, laufen wir mal wieder raus aus der Stadt und fangen dann nächste Woche an. Was labe ich nächste Woche immer? Ich glaube, dann fangen wir wieder an, weiter zu leveln. Heute sind wir Level 10, da haben wir so einen kleinen Meilenstein schon mal erreicht. Können skillen und alles Mögliche. Und dann können wir mal wieder weiter leveln. Hier zum Beispiel den Handelschat, da kann man auch Sachen verkaufen. Aber da sind oft auch so wie hier zum Beispiel, das ist einfach so ein Werbungsspasti. Ja. Okay. Oh Mann, Alter, der macht nur Werbung hier. So, das Jahrmarkt-Quest brauche ich nicht. Ich gehe mal nach draußen und gebe mal die Quest ab. Ich kann mal gucken. Level 50 wäre halt richtig gut für uns. Aber... da ist die. Da ist die Brust mit 2 Ausdauer, die wir gesehen haben im Auktionshaus. Für wie viel hat er die verkauft? Ich glaube für 7 Silber. Ja, ich glaube für 7 Silber hätten wir die verkaufen können. Da ist das Leder einiges mehr wert. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Tada, pio. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da vorne die Quest abgeben. Und dann fliegen wir irgendwo hin, wenn wir irgendwo hin fliegen können. Komm schon, los! Lauf, fix, lauf, lauf, lauf! Ah, da gibt uns wahrscheinlich die Quest wieder, dass wir einfach nach Hause fliegen sollen und da die Quest abgeben sollen. Nennt euer Anliegen. Düdüm. Okay, wir haben noch eine Quest. Und wir müssen da hoch. Alles klar, können wir da hochfliegen? Können wir leider nicht. Wir können da runterfliegen, aber habe ich keinen Bock. Wir können auch darüber fliegen. Nee, machen wir nicht. Wir laufen von hier da hoch. So. Wir können ja noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann können wir ja schon mal da hochlaufen. Und dann. Schön. Hashtag NoNameWater. Wir können ja dann noch, was mache ich denn? Was laber ich denn? Wir können dann noch ein paar Gegner töten. So, zum Leder farmen und so. Man sieht auch, hier im Chat, so gelb, ihre Auktion, bla bla bla, wurde verkauft. Falls wir was verkaufen im Auktionshaus. Und sobald wir das sehen, dann können wir uns richtig freuen. Dann dauert es eine Stunde und dann ist das Gold in unserem Briefkasten. Aber es kann natürlich immer dauern, ob man das verkauft oder nicht. Ich habe es jetzt für 24 Stunden reingestellt, alles gehabt. Und wenn ich das jetzt verkaufe, dann kriege ich halt das Geld. Und wenn ich es nicht verkaufe, dann kommt halt einfach kommen halt einfach die Sachen wieder zurück. Und dann verkaufen wir die Sachen einfach wieder im Auktionshaus und stellen es wieder rein. Vielleicht verkaufen wir es dann, vielleicht auch nicht. Ist immer so eine Sache, ist immer so eine Glückssache auch, ob wir unterboten wurden oder ja, ob wir halt nicht unterboten wurden. Aber das ist auf jeden Fall cool. So. Ich bin außer. Okay.
Hier haben wir jetzt ganz viele Quests. Hier müssen wir auch irgendwas machen. Ah, wir brauchen so ein Häppchen. Da verkauft uns wahrscheinlich wieder jemand irgend so ein Häppchen. Der ja, bestimmt. Speis und Trank. Euer Gold ist hier willkommen. Hier. Ein Silber. Alles klar, für unser Quest nehmen wir. Der Sieg ist nahe. Der Sieg ist nahe. Okay, dann gehen wir mal da, nehmen noch alle Quests an, dann gehen wir nach oben. Und wo müssen wir dann das letzte hier kaufen? Das würde mich eigentlich interessieren. Ah, da drüben. Alles klar, da müssen wir so oder so mal wieder hin. Okay, was ist das für ein Schmiedekunstlehrer? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Okay, dann haben wir hier oben. Ich freue mich schon, wenn wir unsere ersten grünen Sachen machen können. Aber wir haben ja schon eins, ne? Was wir machen können als nächstes. Die Brust machen wir als nächstes. Aber sonst haben wir nichts mehr, ne? Oder Gürtel? Ne, auch nicht. Hose? Auch nicht, schade. Egal, wir machen uns als nächstes die Brust, da freue ich mich schon drauf. Okay, wir haben hier keine Quest bekommen, sondern nur eine Quest, um dahinter zu laufen. Ich mache mal einen Ruhestein. Der müsste uns eigentlich dahin wieder führen. Dann gehen wir dahin und dann scheißen wir mal auf die Quest hier. Ah, da haben wir zwei bekommen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal dahin und dann gehe ich nach unten und dann gehen wir ins nächste Gebiet, weil die sind immer 1 bis 10, seht ihr ja. Immer sagen wir halt 1 bis 10 für Level halt. Und dann hier geht es dann hier weiter, 10 bis 20. Und wir sind ja schon Level 10 und dann gehen wir lieber ins nächste Gebiet, machen da die Quests, da bekommen wir mehr Erfahrung von und bekommen wir mehr Shit einfach. Feuerwerksbündel. Gemischtware, hast du das? Ja, danke schön. So, wo musst du die Quest abgeben? Da vorne. Dann laufen wir noch zu dem da vorne. Oh Mann, ich will was verkaufen, ey. Das wäre so geil. Dann wären wir jetzt reich. Dann wären wir reich im Low-Level, ja! Okay, kommt der Typ mir. Und vor allem die Sache ist halt auch die, man kann auch mit dem Auktionshaus, wenn man wenig Geld hat, viel Gold machen. Vor allem jetzt zum Beispiel durch das Lederverarbeiten, was ich hier mache. Das ist immer, eins ist immer so um die 50 Silber bis 1 Gold wert. Und damit kann man schon ein bisschen Geld machen. Aber auch durch Gebote. Man kann ja auch auf die Sachen bieten, das habe ich gar nicht gezeigt. Aber man kann auch theoretisch auf die Sachen bieten und dann macht man einfach, bekommt man ein Item billig durch ein Gebot und kann es dann wieder teuer für Sofortkauf verkaufen. Und das ist halt natürlich auch perfekt. Perfekt für mich. Halt, um dann Geld zu machen. So, wir gehen dahin und dann gehen wir da unten alle drei Quests ab. Was war das? Busch, Busch. Hallo. Nennt euer Anliegen. Also mein Anliegen ist das, dass ich dir die Sachen gebracht habe und du, Penner, gibst mir nur 700 Erfahrungen. Das ist auf jeden Fall richtig uncool. Aber wegen dir muss ich halt jetzt da runterlaufen. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play World of Warcraft. Lasst einen Daumen oben da, abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns da unten wieder. Ich laufe in der Zeit schon mal runter, während ihr hier auf mich wartet. Bis morgen. Und ja, dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dahin. Und die zwei, die haue ich noch schnell tot. Bam! Und bam! Bam! Sehr schön. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag einfach nur... wir können uns... Egal. Oder? Warte kurz. Vielleicht ist noch nicht vorbei. Wir können uns nochmal zwei Leder machen. Dum, dum, dum. Wir haben eine gute Brust. Nice. Wir haben unser erstes grünes Item hergestellt. Eine Brust mit 2 Ausdauer. Und wie viel Leben haben wir? 306. Und jetzt haben wir 342. Ich muss zuerst sehr gut. Anvisieren. Perfekt. Wir haben eine gute Rüstung. Ich sage einfach nur Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.